Hallo, ja, mein Name ist Günther Schneidereit und ich möchte ganz gerne etwas darüber berichten, über meine neue CD oder MP3-Download, was publiziert wurde. Und zwar, es geht um, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, es geht im Grunde genommen, geht es darum, um die eigene Intuition zu verbessern. Warum die eigene Intuition verbessern? Das heißt also, ich habe hier unter diesem Video, habe ich noch einen Link, und zwar, da geht es darum, da habe ich mal vor ein paar Jahren habe ich mal einen Mann kennengelernt, der hieß Kummer. Und dieser Name Kummer, der interessierte mich, denn dieser Peter Kummer schrieb Bücher über positives Denken. Ne? Passt ja irgendwie unglaublich. Ne? Kummer, positives Denken. Aber ich habe mehrere Bücher damals gelesen, fand die also unheimlich gut. Und wir haben die damals in den Jahren 2001, 2002, 2003, haben wir die dann publiziert. Das heißt also, er hat sie publiziert, das ist ganz klar. Aber wir haben dafür Werbung gemacht, nicht? Wenn einer so mit dem Leben nicht klarkam und konnte sich da so ein paar Anregungen holen. So, er ist ja auch Bestseller-Autor und der rief mich vor anderthalb Jahren an und hat sich darüber bedankt, also dafür bedankt, dass wir seine Bücher da so empfehlen, und dann sind wir da drauf gekommen. Und jetzt, vor kurzem habe ich ihn wieder gesehen, bei so einem TV-Sender, und deshalb dieser Link, schaut euch das mal an. Das heißt also, wir schreiben ja jetzt bald das Jahr 2000 und, also wir schreiben ja jetzt das Jahr 2012, und ihr wisst ja auch, oder einige haben davon gehört, dass am 21.12. die Welt untergehen soll, was ich für einen totalen Schwachsinn halte. Das sind nur diese Scharfmacher, die das erzählen. Aber es werden Veränderungen stattfinden. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Und das merkt man ja auch jetzt schon. In den letzten, ja, ungefähr 2 Jahren haben ja auch schon Veränderungen stattgefunden. Das Bewusstsein der Menschen, also das verändert sich ja total. Menschen, die früher über etwas gelacht haben, gut, ich will jetzt mal die Esoterik mal außen vor halten, weil mit der Esoterik habe ich nichts am Hut. Denn erst neulich habe ich erst wieder gelesen, ja, die Esoteriker, aber das sind auch nur, das ist auch wiederum nur eine bestimmte Gruppe. Also man soll nicht alle über einen Kamm scheren, nicht? Bringen Sie so ein Engelspray raus für 20 Euro und damit wollen Sie die Welt retten, nicht? Also wer sowas hört, gut. Aber darauf möchte ich mich auch gar nicht einlassen. Das wäre für mich jetzt zu primitiv. Aber dass sich Strukturen verändern werden, dass der ganze Kosmos aus einer Schwingung besteht und wir wissen ja auch, dass die Ärzte heute anders denken über Krankheiten als wie noch vor 10, 20 Jahren. Und aber darüber will ich jetzt nicht reden. Jedenfalls, ich habe diese CD gemacht, die eigene Intuition verbessern. Und um da besser reinzukommen, schaut euch mal diesen Vortrag an. Dieser Vortrag geht über 45 Minuten, also die Zeit solltet ihr euch mal nehmen, denn er wird auch genau erklärt, was passiert am 21.12. Das heißt also, wir steigen von der dritten in die fünfte Dimension. Also die Menschheit steigt da rein. So, und das ist ein anderes Schwingungsbewusstsein und das können manche irgendwo nicht ab. Denn jetzt hat das männliche Prinzip schwingungsmäßig herrscht und wir steigen um ins Weibliche. Und da werden die sogenannten Egoisten keine Chance mehr haben, hier die Welt zu beherrschen. Die sogenannten Egoisten. Und Peter Kummer sagt ja auch in diesem Interview da, gut, ob das jetzt sein wird, ja oder nein, also das muss jeder für sich entscheiden. Jeder ist ja da erwachsen genug. Er sagt natürlich, das, was ich also unheimlich gut finde, er sagt also, wir haben 6 Milliarden Menschen momentan auf dieser Welt. Und es werden ungefähr so 2 Milliarden Menschen werden sich das Leben nehmen, weil sie einfach die Welt nicht mehr verstehen und auch ihre Art nicht mehr verändern wollen. Und na gut, ich kann es ja mal andeuten. Also ja, wir sehen das ja in der Politik, wir sehen das nicht, wir sehen das ja unten in Nordafrika, die ganzen Länder, was da so passiert, diese ganzen Regime, die da gestürzt werden und. Und auch so Leute wie hier der russische Präsident Putin, die werden auch keine Chance mehr haben, da auf dem Gebiet noch länger ja, das Volk zu unterdrücken. Also es wird, ich sag ja, schaut euch mal das Interview an, von der dritten in die fünfte Dimension gehen. Und da möchte ich euch ganz gerne bei helfen. Und da gibt es etwas, um die eigene Intuition zu verbessern. Das heißt also, du brauchst die sogenannte Intuition, um besser in der fünften Dimension klarzukommen. Und zwar, es geht jetzt nicht um deinen Verstand, um die Realität, sondern es geht darum,
wir haben ja immer, wir sagen uns immer, ja, das sagt mir der Verstand. Aber richtig ist, um wirklich klarzukommen, was sagt mir die innere Eingebung? Denn was die meisten gar nicht wissen, ich habe es hier mal aus Wikipedia raus, also Intuition heißt übersetzt, ne? Eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung treffen zu können, ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Ich sag's nochmal, damit jetzt, also Intuition heißt, eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung treffen zu können. Auf Anhieb. Aus dem Bauch raus, ne? Ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge zu verstehen. Und man sagt ja auch nicht umsonst, also ich kenne eine Schauspielerin, die heute sehr bekannt ist und ja, wie bist du dazu gekommen? Sagt sie, ja, das ist ganz einfach gewesen. Sagt sie, sie wollte arbeiten in irgendeine Firma als Studentin und ihre Freundin hatte diesen Platz, aber die brach sich ein, zwei Tage vorher das Bein. Und dann ist die da reingekommen und der Chef hat einen Freund, das war ein Filmproduzent. Und die brauchten irgendwelche Statisten oder Komparsen für so eine altertümliche Rolle. Da ging es um Martin Luther, das ZDF hat das da irgendwie angefordert. So ein 8-Minuten-Trailer oder was da reingeschnitten werden sollte. Und da musste sie als Komparse auftreten und ja, und dann hat sie andere Leute wieder kennengelernt, nicht? Und sie sagte, wenn damals ihre Freundin sich nicht das Bein gebrochen hätte, dann wäre sie heute nicht in diesen Fernsehrollen. Unglaublich, nicht? Also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber viele sind ja auch zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, nicht? Und da könnt ihr ja mal fragen, Bekannte von euch, nicht? Fragt sie doch mal, ne? Oder die erfolgreich sind. Ja, wie ist das gekommen? Das können sie sich nicht erklären, das war auf einmal da, so. Und das ist teilweise auch eine gewisse Intuition, die da mit reinspielt. Und da habe ich eine Affirmation für geschrieben. Affirmation heißt, ne, eine innere Bejahung geben, dem Universum. Ich spiele gleich nochmal eine Hörprobe ein. Und was ganz wichtig ist, aber was ich im Vorfeld erklären möchte, ist, also du setzt dich hin, du entspannst deinen Körper, weil ich lasse ja die Hörprobe nur so 2-3 Minuten laufen, damit ihr euch da mal reindenkt. Und dann werden die Sätze ein paar Mal wiederholt, nicht? Wie dein Blut zirkuliert ganz gleichmäßig und ruhig durch deinen Körper, ist ja mein Lieblingssatz zur Entspannung. Und dann folgende Sätze, die also ganz wichtig sind, die auch dann wieder nochmal wiederholt werden, immer wieder. Und diese ganze Affirmation, um die es hier geht, die eigene Intuition zu verbessern, dauert ja auch nur 8 Minuten 18. Also die könnt ihr euch dann anhören. Und zwar, ich danke dafür, von Tag zu Tag immer klarer entscheiden zu können. Nicht? Das ist also, das macht man dann so. Und dann kommt es. Mein Verstand oder die Stimme meines Herzens, meiner Intuition, die zu mir spricht. Das heißt also, du wirst lernen, nicht mehr auf deinen Verstand zu hören, sondern auf die Stimme deines Herzens, ne? Deiner Intuition. Und die brauchst du, wenn wir von der dritten in die fünfte Dimension gehen. Und dann hast du auch Erfolg. Du brauchst auch nicht an Weltuntergang zu denken. Aber schon wie gesagt, hört euch mal dieses sogenannte Interview an. Und dann, das geht ungefähr eine Dreiviertelstunde, also das ist nicht viel, aber so viel Zeit sollte sein. Und da könnt ihr ja entscheiden, ihr seid ja erwachsene Menschen. Er sagt, ja, Spinnerei, weiß ich nicht, will ich nicht, weg. Und die anderen sagen, ja, ich spüre das irgendwie. Das eine oder andere habe ich schon in meinem Leben in letzter Zeit gespürt. Ne? Ihr kennt auch den Schauspieler Mel, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ja so aus dem Stegreif rede, den Schauspieler Mel Gibson, nicht? Das ist ein amerikanischer Schauspieler. Gut, eine finden ihn gut, viele finden ihn nicht gut, nicht? Aber wisst ihr, wie er zur Berühmtheit gekommen ist? Er wollte immer Schauspieler werden und musste dann vorsprechen zum Casting. Nicht? In Amerika. Und einen Tag vorher, wo er den Termin hatte zum Vorsprechen, ist er brutal von 4 Schlägern zusammengeschlagen worden. Musste ins Krankenhaus, musste sich verbinden lassen, solche Augen. Und dann hat er gedacht, nee, also er bekommt da keine Filmrolle.
So, und da, wo er auftreten musste und er nur zur Tür reinkam, sagt er, genau diesen Charaktertypen brauche ich. Mit verquollenen Augen oder wie auch immer. Und so ist, wenn das nicht gewesen wäre, darüber berichtet Mel Gibson, wäre er nicht so bekannt geworden. Ne? Also waren die Schläger, was ja irgendwo auch nicht gut ist jetzt, ne? Aber die waren wohl am richtigen Ort, ne? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das hat ihn eben halt das eingebracht. Gut, aber schon wie gesagt, da müsst ihr mal sehen, was ihr davon handelt, haltet so. Und dieses Programm, diese Intuition, die ja 8 Minuten 18 geht, das heißt im Grunde genommen, ihr sollt die Intuition stärken, also den geistigen Muskel dafür. Und spiele auch die Hörprobe ein. So, dann geht es um den Download. Das heißt also, dieser Download, der kostet 4,90 €. Also ist kaum erwähnenswert. Ne? Also 4,90 €, was soll das? Könnt ihr aber auch als CD bekommen. Für 9,90 €. Bei der CD ist es so, weil ich will jetzt auf eine Sache hinaus. Bei einer CD ist es so, die können wir immer nur bei 9,90 € halten, weil hier die muss fertig gemacht werden und das ist sehr viel Arbeit. Aber bei den MP3-Download ist es so, das heißt also, wenn ihr die einmal gedownloadet habt, also für 4,90 €, dann habt ihr den Link bekommen. So, und sollten Verbesserungsvorschläge kommen, das heißt also, ich werde ja die immer wieder verbessern, ne? Weil auch bei mir, da fällt mir doch der Satz ein oder das könnte man noch mit in die Affirmation mit reinnehmen und das rauslassen und, dann könnt ihr das immer wieder neu kostenlos bekommen. Nicht, ich fange an mit Version 1 und das geht dann weiter mit Version 2, glaube ich, mache ich so, Version 3. Und dann seht ihr ja, und dann habt ihr immer den Link und dann tausche ich im Grunde genommen auf meinem Surfer nur die Dateien aus und ihr habt immer das Neueste. Nicht, bloß bei den CDs kann ich das leider nicht machen. Aber sind wir doch mal ehrlich, ihr könnt doch heute, weil heute arbeiten wir auch nicht mehr mit einer Super-8-Kamera, ne? Heute haben wir digitales Film, ist ja heute angesagt. Und viele sagen, ach, ich komme noch nicht mit zurecht mit den MP3-Geschichten, mit diesem MP3-Player. Also in jedem Handy ist schon so ein Ding drin. Und wenn ihr nicht wisst, wenn ihr euch einen MP3-Download runtergezogen habt auf eure Festplatte, und ihr kommt da nicht mit klar, weil das könnt ihr auch auf eine CD brennen. Und so 99,9% hat ja jeder in seinem Computer einen Brenner. Und dazu gibt es auch eine Software. Meistens ist es Nero. Und da könnt ihr euch die MP3-Datei auf eine CD brennen, die in jedem Player abspielt. Zum Beispiel. So, und wer es nicht kann, ne, der soll mal in der Nachbarschaft hingehen, wo ein kleiner Junge ist von 8 Jahren. Ne? Das ist jetzt, das ist wirklich so. Die machen dir das. Ne? Die machen das fertig. Und dann hast du es so. Aber so ein MP3-Player, den hat man immer dabei. Und wenn so eine, nicht um den geistigen Muskel zu trainieren, die eigene Intuition zu verbessern, wenn du meinetwegen auf der Toilette bist, bei der Arbeit, oder bist im Kurpark, nicht? Oder gehst schön spazieren oder machst einen Waldspaziergang. Und die Sonne scheint, es ist schön warm. Jetzt beginnt ja der Frühling. Legst dich in einen Baum und stärkst deinen Muskel, deinen geistigen Muskel. Ne? Für 8 Minuten, 18, glaube ich, ist schon fertig. Die erste. Ne? Und nur ein Tipp. Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Und wer meint, es ist schwierig, es ist nicht schwierig. Lasst euch das von einem jungen Menschen, also jetzt, wenn er nicht damit klarkommt, lasst es euch erklären. Und schon wie gesagt, die MP3-Player sind heute so günstig. Und in jedem Handy ist heute schon so ein MP3-Player drin. Und dann spielt ihr die da drauf und dann könnt ihr die überall machen, nicht? Euren geistigen Muskel stärken. Und dann habt ihr keine Probleme, wenn ihr von der dritten in die fünfte Dimension geht. Gut, ich habe jetzt so ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen, aber es wird kommen. Und für mich ist es klar, obwohl ich mit der Esoterik nicht so viel am Hut habe. Aber dass sich das Schwingungsbewusstsein ändert, dass sich das Schulsystem verändern wird in absehbarer Zeit, dass es dazu kommen wird, dass die Kinder
nicht weinen, wenn sie morgens zur Schule gehen müssen, sondern weinen, wenn die Ferien beginnen, dass sie nicht mehr zur Schule gehen können. Das wird auch kommen und, und. Aber schon wie gesagt, da werde ich immer in meinen Videobotschaften drüber berichten, auf unserer Seite. Das ist ein heißer, ich habe so einen Tee gekocht hier. Aber ich möchte jetzt ganz gerne, und die anderen muss ich auch noch fertig machen, diese anderen Informationen für die anderen CDs. Ich habe schon über 80 CDs publiziert und ich glaube, so kommt das auch besser. Ne? Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken hier. Ja, also diese Intuition, also ich merke das, weil ich auch diese Affirmation für mich persönlich mache. Und da habe ich ja hier, das habe ich aber auch schon mal in einer Videobotschaft erklärt, ich habe hier so ein kleines Tonbandgerät, habe ich mir aus China kommen lassen, ganz günstig. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, 12 Euro oder so. Da ist so ein Mikrofon drin und da kann ich stundenlang drauf reden. Und dann immer, wenn ich nachts irgendwie, da wache ich auf, dann habe ich irgendwo so eine Idee, irgendwas kommt da und dann ist hier so ein kleines, ja, so ein kleiner Schalter und dann leuchtet es rot und dann kann ich drauf sprechen und dann mache ich es wieder zu und dann schlafe ich weiter. Oder ich bin gerade mal unterwegs mit dem Auto, kann ich das ja nicht aufschreiben und dann mache ich das. Und das ist jetzt so Wissen drauf von 8 Wochen schon. Ne? Und das, ja, irgendwann stecke ich den hier so einen Stick drauf, dann stecke ich ihn rein und dann lade ich mir das auf die Festplatte und dann, wenn ich dann irgendwelche Vorträge mache oder will irgendwas, dann höre ich mir das an, schreibe mir das auf und dann spreche ich darüber. Nicht? Und jeder Schriftsteller hat schon so etwas, nicht? Weil der Schriftsteller, das ist doch ganz klar, der bekommt doch auch seine Intuition. Nicht? Weil der weiß doch im Grunde genommen, wenn er anfängt mit einem Buch, der weiß doch noch gar nicht, wie das endet. Aber man soll sich mal die Frage stellen, woher kommt das? Nicht? Oder eher auf einmal, dann geht das los, dann kommt die Geschichte, dann wird der Film erzählt. So schnell können die manchmal gar nicht tippen, wie die Gedanken kommen. Aber man sollte sich wirklich mal darüber Gedanken machen, woher kommt das? Ne? Gut, aber schon wie gesagt, ganz wichtig dazu wäre, dass euch mal die Zeit nehmt, eine Dreiviertelstunde, und ihr hört euch mal das Interview an. So, jetzt kommen wir aber zu der versprochenen Hörprobe. Und zwar, ich möchte jetzt ganz gerne mal die Hörprobe einspielen, damit ihr ungefähr seht, um was es geht. Geht ungefähr 2 Minuten, 2,5 Minuten, nur der Anfang. Und insgesamt geht es ja 8 Minuten 19 und hört mal rein. Hier ist die Hörprobe. Setze oder lege dich ganz entspannt hin. Schließe nun deine Augen. Dein ganzer Körper entspannt sich jetzt. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Ganz ruhig und gleichmäßig. Nicht du atmest, sondern es ist das Leben selbst, das dich atmen lässt. Dein Blut zirkuliert ganz gleichmäßig und ruhig, wie ein kleiner Bach durch deinen Körper. Genieße diese Ruhe und Stille. Diese Ruhe und Stille. Du bist allein. Das heißt übersetzt, du bist jetzt all eins mit dem Universum. Folgende Sätze sprichst du mir nach. Ich danke dafür, von Tag zu Tag immer klarer unterscheiden zu können. Ich danke dafür, von Tag zu Tag immer klarer
unterscheiden zu können. Mein Verstand oder die Stimme meines Herzens, meiner Intuition, die zu mir spricht. Mein Verstand oder die Stimme meines Herzens, meiner Intuition, die zu mir spricht. Ich fühle immer mehr meine Intuition. Ich fühle immer mehr meine Intuition. Ich komme immer mehr in diese feine Energie hinein, die mein Leben lenkt und auf diese Erde gebracht hat. Ich komme immer mehr in diese feine Energie hinein, die mein Leben lenkt und auf diese Erde gebracht hat. Ich wiederhole. Ich fühle immer mehr meine Intuition. Ich fühle immer mehr meine Intuition. Ich komme immer mehr in diese feine Energie hinein, die mein Leben lenkt und auf diese Erde gebracht hat. Ich komme immer mehr. Ja, so, das sollte jetzt nur einmal so, das sollte jetzt einmal das Gefühl sein, so, ne, um was es da geht, um seinen geistigen Muskel zu stärken. Schon wie gesagt, das geht also 8 Minuten 18. Und ganz wichtig ist es eben halt hier die Sätze so, ich danke dafür, von Tag zu Tag immer klarer unterscheiden zu können, mein Verstand oder die Stimme meines Herzens, meiner Intuition, die zu mir spricht. So. Und das kosmische Bewusstsein wird diesen geistigen Muskel für die Intuition stärken. Und da wir ja ohnehin, wie man sagt, also jetzt ungefähr mit einem Schwingungsbewusstsein fahren, mit diesem Energiebewusstsein von 1%, das wird sich noch bis zum Jahresende auf 100% verstärken. Das heißt also, du bekommst auf einmal, wenn du spazieren gehst, irgendwelche Eingebungen und. Und damit werden viele Menschen nicht klarkommen. Einige nicht mit klarkommen. Ja, gut. Habe ich was vergessen? Nö. Ne? Ach so, ja, und dann könnt ihr, wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr mir, ich blende das mal ein, fragen@mental-vital.de könnt ihr dann mir eine E-Mail senden und wenn ich da so einige Sachen habe, dann werde ich dann eben halt dann die Fragen beantworten, auch wieder hier so per Videobotschaft. Und so ist das für mich besser, als wenn ich auf jede Frage eingehe per E-Mail und da kommt wieder eine Frage zurück, dann wieder eine Frage hin, also dann eine Antwort hin, wieder zurück. Und ich bin kein Schriftsteller und leider, der Tag hat nur 24 Stunden. Also habt da bitte für Verständnis, nicht? Aber so, jetzt wäre erstmal alles geklärt. Ich hatte mir hier so ein paar Notizen gemacht. Also MP3, wie ist besser als wie eine CD, aber klar, gibt es auch zu kaufen für 9,90 Euro. Die andere kostet 4,90 Euro, dieser MP3-Download. Und schon wie gesagt, dafür, für dieses Experiment im Grunde genommen Witz. Ne? Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Alles klar.